Leute, der 22.02. steht vor der Tür. Es ist Portaltag. Okay, Freunde, ist mir gerade eingefallen. Deswegen sehe ich auch ein bisschen wild aus. Ich habe hier Öl in den Haaren, die Pickelpatches im Gesicht. Aber so ist es. So ist es. Okay, Leute, ich habe hier die Orakelkarten liegen und die Tarotkarten. Da werde ich gleich raus shuffeln. Aber vorab werde ich euch erstmal sagen, worum es morgen geht. Und dazu habe ich mir mein zweites Gehirn genommen und lese euch aus meinem eigenen kleinen Projekt vor. Ich will noch nicht zu viel verraten. Jedenfalls steht hier alles zu der Zahl 222. Also Leute, let's go! Mit der Zahl 222 wirst du ermutigt, den gegenwärtigen Moment bewusst zu erleben und deinen Fokus ganz auf dich selbst zu richten. Gleichgewicht, Harmonie, Vertrauen, Ausdauer, Geduld und Glauben sind deine Orientierungspunkte. Somit strahlt 222 dieselbe Energie wie der Planet Saturn oder auch Herr des Karma genannt aus und erinnert uns an das Sprichwort »Gut Ding will Weile haben«. Diese Engelszahl symbolisiert außerdem Partnerschaft und Beziehungen. Das steht jetzt hier nicht, aber das sage ich euch. 222 reduziert sich auf die Zahl 6 und 6 ist auch immer erstens eine Zahl der Liebe und zweitens vor allen Dingen aber auch eine Zahl von Harmonie. Ja? Vielleicht ist es an der Zeit, vergangene Beziehungen zu heilen, zu erneuern oder zu vertiefen. Gleichzeitig ermutigt die Engelszahl 222 dazu, weiterhin hart zu arbeiten und den eigenen Weg mit Vertrauen und Überzeugung zu verfolgen, da die Mühen bald belohnt werden. 222 ist ein beruhigendes Zeichen dafür, dass sich alles zum Guten wenden wird und erinnert daran, dass alles, was man aussendet, auch wieder zurückkommt. Okay, Freunde? Okay, let's go, Leute. Also als allererstes mal werden wir gucken. Ich sehe schon die 9 der Münzen auf der Rückseite des Decks, Leute. Was habe ich geschrieben? Es geht darum, den Fokus als allererstes mal ganz auf sich zu richten. Und das sind die 9 der Münzen. Und die passen auch zu dieser Aussage, gut Ding will Weile haben. Denn hinter dieser Illustrierung hier geht es, also das ist, ich glaube, das ist von Shakespeare. Oh, weiß ich nicht, Leute, ich würde jetzt nicht meinen Arsch drauf verwetten, aber das hat hier auf jeden Fall eine Hintergrundgeschichte. Und zwar seht ihr ja, dass sie sich hier auf diesen Vogel fokussiert und hier unten ist aber noch eine Schnecke. Ja, und es geht quasi darum, dass sie hier sagt, lieber warte ich auf das, was wirklich richtig ist, als einfach irgendwas zu nehmen, nur damit ich im Moment befriedigt bin. Ja, und das ist genau das, was wir wollen. Okay, Leute? Also lasst uns erstmal Seelenorakel ziehen und gucken, was für euch für den Portaltag wichtig ist, worauf ihr euch vielleicht nochmal fokussieren könnt. Bedauern. Trauer. Oh, okay. Bedauern. Ich weiß, dass ich die Vergangenheit nicht ändern kann. Und dann Trauer. Ich erkenne, dass jeder Verlust mir die Gelegenheit gibt, das Verlorene wertzuschätzen. Okay. Erinnert mich auch so ein bisschen an Herzchakra-Gegend, die Farben hier. Ich habe das Gefühl, ich muss noch eine ziehen. Wartet. Schwere Zeiten. Ich akzeptiere Schwierigkeiten als die besten Gelegenheiten, etwas zu lernen. Wir haben hier eben auch davon gesprochen, wo ist es? Gleichzeitig ermutigt die Engelszahl 222 dazu, weiterhin hart zu arbeiten, den eigenen Weg mit Vertrauen und Überzeugung zu verfolgen, da die Mühen bald belohnt werden. Ja, und wir haben hier auch von Herr des Karmas gesprochen. Und dann habe ich geschrieben, vielleicht ist es an der Zeit, vergangene Beziehungen zu heilen, zu erneuern oder zu vertiefen. Ja, also das sagt mir hier, dass hier auch ganz klar, ja, das Ding ist, dass entweder jemand vielleicht auch so ein bisschen erntet, was er gesät hat, ja, hier mit Bedauern und Trauern. Ich weiß, dass ich die Vergangenheit nicht ändern kann und ich erkenne, dass jeder Verlust mir Gelegenheit gibt, das Verlorene wertzuschätzen. Vielleicht hat jemand hier jemanden oder etwas für, ja, sicher genommen, sag ich mal. Aber vielleicht ist es auch einfach, sind es auch einfach Punkte, wo ihr hingucken müsst, um wieder Platz für Neues zu machen. Oh Leute, ich ziehe mal die Brille aus, das spiegelt mega, sorry. Denn ihr wisst ja, mein berühmtes Beispiel, was ich immer sage, wenn ihr an einem 1-Euro-Stück mit beiden Händen festhaltet, könnt ihr nicht von jemandem einen Koffer annehmen, wo 1 Million Euro drin sind. Ja, wenn man sich so sehr darauf fixiert, was man hier in der Hand hat und das auf Teufel komm raus nicht loslassen möchte, kann man die Hände nicht öffnen für größere und bessere Dinge, die auf einen zukommen. Ja, also Leute, befasst euch hier damit. Ich akzeptiere Schwierigkeiten als die besten Gelegenheiten, etwas zu lernen. Tatsache, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier und auch einfach ein Muffel, die meisten Menschen. Und die wenigsten Menschen lernen, wenn sie schön komfortabel auf der Couch sitzen, ihren Lieblingssnack und Drink haben und sich einen coolen Film angucken. Ja?
Fantasie, ich erkenne das Kreative in mir und fördere es auf der Rückseite des Decks, Leute. Fantasie hat auch immer mit Visualisieren zu tun und den Dingen, die ihr euch in euer Leben her wünscht. Ja? Heißt also, nutzt eure Fantasie. Da ist eine Karte geflogen, ich kann sie nicht sehen. Ich muss sie jetzt drehen, Moment. Ich kann sie nicht sehen, ich muss sie jetzt drehen. Okay. Also, wir haben die Karte Exchanging Gifts und dann die Karte Yang. Okay. Die Karte Exchanging Gifts ist ähnlich wie die 6 der Münzenkarte im Tarot. Ja, da geht es wirklich um, wie heißt das Wort auf Deutsch? Mir fällt es gerade nur auf Englisch ein. Generosity. Nicht mühsam. Das ist überhaupt nicht das Wort, wonach ich suche. Spendabel, das ist auch nicht das richtige Wort, aber doch, ich glaube schon, es geht in die Richtung, ja. Exchanging Gifts ist eine Karte, wo es um Geben und Nehmen geht, ja, und wo man sich auch darüber Gedanken machen muss, ob man in Situationen vielleicht zu viel gibt, aka im Grunde, wenn man genug hat, dann kann man nicht zu viel geben, aber die meisten Menschen haben eigentlich das, was sie geben wollen, gar nicht. Ja, die meisten Menschen wollen nicht in eine Partnerschaft gehen, weil sie sich denken, oh ja, ich habe Selbstliebe gelernt und ich habe so viel Selbstliebe oder Liebe überhaupt, dass ich davon abgeben kann, sondern die meisten Menschen wollen entweder ihre eigenen Wunden durch eine andere Person heilen oder im Außen etwas generieren, was sie hier drin nicht haben. Ja, und da geht es hier ganz klar darum, wirklich das zu reflektieren. Habt ihr das in euch, was ihr geben möchtet, oder gebt ihr eigentlich aus Mangel? Und wenn ihr sagt, ja, das habe ich in mir, beruht das auch auf Gegenseitigkeit? Also bekommt ihr auch was zurück oder füttert ihr irgendwie Bären, der niemals gesättigt wird, ja? Und dann Yang-Energie hier ist die maskuline Energie. Ja, und wir haben hier gesehen, schwere Zeiten, ich akzeptiere Schwierigkeiten als die besten Gelegenheiten, etwas zu lernen. Heißt also, für einige von euch kann es auch sein, dass ihr entweder in eurem bisschen mehr in eure Yang-Energie kommen müsst und vielleicht ein bisschen irgendwas machen müsst für euch, ja, damit ihr euch besser fühlt oder um vielleicht auch einfach Energie zu transformieren oder zu transmutieren. Wer gestern mein Instagram sich angeguckt hat, der weiß, was ich da gemacht habe, ja, die Energiearbeit, also quasi Telekinese, und das ist, wie ich negative Energie, die mir zugesendet wird, meistens umwandle, ja, nicht zwingend nur in dieser Form, aber ich nehme diese Energie und ich lasse sie gar nicht, ich versuche die gar nicht an mich ranzulassen, sondern transmutiere die in etwas Positives, ja, und das kann man auch mit seiner maskulinen Energie erreichen, sag ich mal. Sicherheit, Intimität sind hier eben auch ein Thema. Vielleicht müssen einige von euch hier auch bedauern und trauern, dass sie in Vergangenheit Intimität in Plätzen gesucht haben, wo sie definitiv nicht zu finden war, beziehungsweise dass sie sich selber betuppt haben mit der Definition von Intimität, beziehungsweise was sie für sich selber vielleicht als Intimität akzeptiert haben. Ja, weil sehr viele Menschen da draußen akzeptieren Intimität in Form von Sex, beziehungsweise befriedigen das Verlangen nach Intimität in Form von Sex, und Intimität ist so viel mehr als das. Ja, Intimität findet auf so viel mehr Ebenen statt und kann so viel tiefer sein als nur der Akt an sich. Und viele Menschen lernen das erst im Erwachsenenalter und bedauern dann vielleicht auch Situationen oder Menschen, auf die sie sich in Vergangenheit eingelassen haben. Ja, also hier geht es ganz klar, wollte gerade das Deck hochheben und habe dann auch hier diesen Ritter der Münzen gesehen, Leute. Ritter der Münzen ist genau das, was ich eben vorgelesen habe, ja. Gut Ding will Weile haben, okay? Der Ritter der Münzen baut auf festem Fundament. Der sorgt dafür, dass er sich ein festes Fundament baut. Und wie kann er das machen? Indem er erstmal in die 9 der Münzen-Energie hier reinkommt, ja? Und versteht, okay, Moment, ich gebe mich nicht für weniger her, als ich erstens möchte, als ich wert bin, ja? Und da bin ich lieber alleine, als irgendwie von Leuten oder Menschen umgeben, die mir absolut nicht gut tun, okay, Freunde? Also lasst uns gucken, was die Karten sagen für... Wow, okay. Ich hole mir noch eine. 3 der Kelche. Also die erste Karte ist die 9 der Kelche. Dann die Königin der Kelche. Liegt das bei mir so? Ja. Und dann die 3 der Kelche. So rum liegt es bei mir. Was haben wir auf der Rückseite? Was habe ich eben gesagt?
Wie Tyler's Tarot sagen würde, it's like I'm a psychic or something. Okay, 6 der Münzen, Leute. Sprecht alles, was ihr möchtet, in Existenz. Ihr kriegt es hier immer live mit auf meinem Channel. Ich sage Sachen und dann fallen diese Sachen her. Okay? Ihr könnt alles, was ihr haben wollt, in Existenz sprechen. Wenn ihr versteht, dass Worte, ja, in Englisch, Spelling, ein Spell ist ein Zauberspruch. Okay? Und Buchstabieren bedeutet Spelling auf Englisch, okay? Worte sind Magie. Worte sind Zaubersprüche. Ihr müsst das verstehen. Deswegen ist für viele auch ihr Leben scheiße, weil ihr redet scheiße über euer Leben und über euch selbst. Ihr verhext euch selber. Leute haben so viel Angst vor, oh, die haben vielleicht, die verhexen mich, die verfluchen mich. Bruder, du verfluchst dich jeden Tag selber. Okay? Okay, also 9 der Kelche, Königin der Schwerter und die 3 der Kelche. Was sagt uns das? Genau das, was ich eben gesagt habe, okay? 9 der Kelche ist deine eigene Fülle, hier oben oder beziehungsweise hier eher gesagt, ja, in eurem Herzen. Was macht dich glücklich? Bist du wirklich, hast du deine 9 der Kelche? Und sind die so voll, dass du quasi hingehen kannst und sagen kannst, okay, ich gehe auf die Suche nach dem 10. Kelch, beziehungsweise nach der Person, die den 10. Kelch hinhält und auch sagt, okay, ich habe auch meine 9 der Kelche, lass uns Kelche austauschen, ja? Oder nein, wenn nicht, dann ist es für euch erstmal wichtig, hier dran zu arbeiten, aber für diejenigen, die die 9 der Kelche für sich gefunden haben, ja, für euch ist auch ganz klar wichtig zu schauen, das, was ich eben gesagt habe, mit der Königin der Schwerter und den 3 der Kelchen, auf welche Bindungen ihr euch einlasst, ja. Die 3 der Kelche, sehr viele Leute lesen die relativ oberflächlich, meiner Meinung nach. Das ist aber auch nur meine Meinung. Who am I? Ja. 3 der Kelche wird ganz oft eine Karte, ist ganz oft als Karte von zelebrieren oder oh, da ist eine dritte Energie mit dabei. Aber was gehört dazu, um hier zelebrieren zu können? Was gehört dazu, um mit Menschen in einem Vertrauten und in einem, ja, ich sag mal, in einer Umgebung in voller Fülle feiern zu können? Ohne Druck, ohne Last dazu gehört Bindung. Worauf basiert Bindung? Eine ehrliche Bindung? Ah, Intimität, okay? Also Leute, ihr müsst hier entscheiden, mit wem binde ich mich? Ja, und das nicht nur auf romantischer Basis, ihr müsst es gucken, im familiären Kreis, im freundschaftlichen Kreis. Ist diese Art Bindung wirklich eine Bindung, die ich hier mit meinen 9 der Kelchen, die mit meinen 9 der Kelchen einhergehen? Ja, wenn eure 9 der Kelche zum Beispiel bedeuten, dass ihr gerne, weiß ich nicht, Sport treibt, euch gerne, was weiß ich, ins Museum geht, euch selbst gerne was Gutes tut, euch auch mal ein paar Tage zurückzieht, ja. Und dann habt ihr da Freunde, die euch ewig anrufen oder genau, ihr sagt, okay, für mich bedeuten 9 der Kelche gesunder Lebensstil, Zeit für mich selber und gelegentlich eben auch Zeit mit meinen Freunden oder mit meiner Familie oder weiß ich nicht was. Oder auch ganz viel Zeit mit meiner Familie. Und dann habt ihr immer Freunde, die euch suggerieren, ey, Bro, komm doch mit Party machen, komm, wir machen das, wir saufen hier, 3 Tage saufen, yeah, 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 scheiß auf deine Familie, let's go, lass uns die Bitches checken und weiß ich nicht was. Leute, dann könnt ihr ganz klar sehen, okay, das ist nicht mein Tribe, ja, das sind nicht die Leute, mit denen ich mich umgeben will, weil es unterstützt meine 9 der Kelche nicht. Ja, das ist gut, wenn man es mal macht, kann man mal machen von mir aus, geh exzessiv trinken oder sonst was machen, aber das ist natürlich nicht das, was deine eigene Fülle unterstützt. Ja? Oder auch die 9 der Münzen. Weil wer ständig müde ist und immer nur ausgelaugt und weiß ich nicht was, der kann auch die 9 der Münzen, ist ja auch ein monetäres Ding, ja, die kann man dann oft schlecht erreichen, wenn man immer so durch die Welt läuft. Also Leute, 6 der Münzen auf der Rückseite des Decks. Ihr seht, hier sind 3 Menschen. Er hat die Kontrolle, er ist derjenige, der alles hat und diese beiden hier repräsentieren die Bettler, ja. Sie beide sind auf ihn angewiesen in diesem Sinne, ja. Und er entscheidet, wer was bekommt. Und das ist genau das, was ihr machen müsst. Ihr seid diejenigen, die ihr hoffentlich mit 9 der Kelche Energie stehen und ihr entscheidet, wer bekommt was von meiner Energie oder bekommt hier überhaupt noch irgendjemand irgendwas, ja. Also Leute, lasst uns eine Karte auf die 9 der Kelche ziehen. Bube der Schwerter. Einige von euch müssen aus ihrem mentalen Gefängnis mit 8 der Schwertern ausbrechen und in die, naja, Position eines Schülers gehen. Ja, niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ein guter Lehrer ist immer auch ein guter Schüler. Wer nicht belehrbar ist, der ist dumm. Ja, und das ist ganz egal, wie alt du bist. Du kannst hier 60 sein und mir zugucken. Ich liebe das ja, wenn Leute mich in den Kommentaren immer versuchen zu belehren. Das und das gibt es nicht. Und so ist das.
Ja, okay. Das zeigt mir nur, wo du bist, okay? Nämlich anscheinend ganz am Anfang. Naja, jedenfalls, Leute hier, ganz klar gilt es, Dinge rauszufinden für euch, Dinge zu analysieren. Ganz interessant ist auch, dass der Bube hier ist der Schüler und die Königin in dem Fall wäre die Lehrerin. Ja, heißt, ihr müsst Schüler und Lehrer in einem sein. Ich nehme immer das berühmte Beispiel mit meinem Sohn. Ich bin zwar die Mutter, aber mein Sohn ist mein bester Lehrer. Ich lerne so viel von meinem Sohn, während er so viel von mir lernt. Ja, wir sind unsere gegenseitigen Schüler. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es im Kopf. Gerade kommt es mir. Age ain't nothing but a number. Ich weiß den Text nicht weiter. Für irgendjemand scheint es wichtig zu sein, der Song. Ja, aber einige von euch müssen über den Tellerrand hinausgucken, und verstehen, dass sie niemand erretten kommen wird. Wir haben das Ass der Kelche und den Stern dahinter. Ja, also ihr müsst hier verstehen, dass niemand kommen wird, euch die Hand reicht und sagt, oh, ich mach dich ab heute glücklich. Das ist deine Aufgabe. Und dann kann jemand kommen, der sagt, hey, ich will mit dir zusammen glücklich sein. Ja, weil ich habe mein Glück, du hast dein Glück, lass uns das unser Glück multiplizieren. Ja, aber es wird niemand kommen und sagen, okay, komm, du traurige Nudel. Ich habe in meinem Leben schon immer nach einer traurigen Nudel gesucht, die mir jeden Tag sagt, wie schlecht es ihr geht und jeden Tag, oh, ich kann dies nicht, kann das nicht, keiner mag mich. Kein Mensch, der wirklich seinen inneren Frieden hat, hat Bock auf jemanden, der Ewigkeiten jeden Tag immer nur rumjammert. Ja? Das ist zum Beispiel, ich habe meinen Freunden das gesagt. Die Jammerfreunde, die ich habe, die habe ich entweder gecuttet oder ich sage denen, hör mal zu, Sis, wenn du mich anrufst, ja, und du hast wirklich ein Problem, bin ich da für dich, aber jeden Tag beschweren über Situationen, in die du dich selber bringst, cut the shit out. Okay, ruf jemand anders an, aber nicht mich. Weil das ist kein Problem, das ist einfach beschweren, weil du sonst nichts zu tun hast. And I ain't got the time for this shit, okay? Also, Königin der Schwerter erklärt mit 5 der Stäbe auf dem Kopf und dem Rad des Schicksals auf der Rückseite des Decks. Jemand hier möchte eine Konfliktsituation, beziehungsweise möchte keinen Konflikt mehr haben, möchte nicht mehr diese Ego-Kämpfe ausführen. Jemand hier möchte gemeinsam mit anderen Menschen an etwas arbeiten oder zieht sein Ding eben hier alleine durch. Ja, es kann sehr gut sein, dass ihr aus einer Phase des Konflikts kommt, vielleicht auch hier mit dieser Bedauern, Trauer und schwere Zeitenkarten. Auf der Rückseite des Decks habe ich das Rad des Schicksals. Ganz klare Geschichte. Ja, das ist Stier, Skorpion, Wassermann und Löwe-Energie. Ihr seid euer eigenes Glückes Schmied. Ich sage es immer wieder, Leute. Wenn ihr es nicht in die Hand nehmt, keiner wird es für euch in die Hand nehmen. Ja, und das ist auch das Rad der Zeit sozusagen, heißt, alles ist genau richtig, so wie es gerade ist, auch wenn es sich so nicht anfühlt. Die drei der Kelche. Erklärt mit dem Ritter der Schwerter. Jetzt haben wir hier Bube, Ritter, Königin. Der Ritter der Schwerter, ihr seht hier, der ist relativ, sieht relativ aggressiv aus. Ja, das ist jemand, der kommt reingeritten. Der ist auch mal so, dass er einfach mal mit der Tür ins Haus fällt. Es kann also sehr gut sein, macht euch darauf gefasst, dass wenn ihr zu eurem Tribe geht oder zu den Menschen, mit denen ihr zu tun habt und sagt, pass mal auf, so sieht das momentan bei mir aus. Und so sehen meine Grenzen aus, dass ihr auf Gegenwind stoßt. Ja, es kann sehr gut sein, dass es einigen Menschen nicht passen wird. Ja, hier ist der Eremit, Jungfrauenenergie auf der Rückseite des Decks, 7 der Schwerter und dann die 2 der Kelche dahinter. Also einige von euch möchten diesen Heilungsprozess gar nicht sehen. Warum? Nicht einige von euch, sondern einige von euch wollen das auch nicht sehen. Und auch nicht hören, was ich hier zu sagen habe. Okay, das ist Abwehr. Einige von euch empfinden deswegen Abwehr. That's okay, Bubu. Wir sind alle da gewesen. Schalt einfach weg und guck dir ein paar noch mehr Videos von den Leuten an, die dir dann in deine Delulus reinfüttern, ja, in deine Delusions und komm dann zurück, wenn du Herr deiner Sinne geworden bist. Das macht mehr Sinn. Also, jemand hier möchte auch gar nicht euren Heilungsprozess sehen oder sehen, dass ihr vielleicht Beziehungen heilt. Ja, warum nicht? Weil Menschen dann den Spiegel vorgehalten bekommen, wo sie selber sein könnten, wenn sie sich nur selbst mit sich befassen würden oder mit den Wunden, die sie haben oder Baustellen in ihrem Leben. Ja, Erfolg von dir hält anderen vor, wo sie sein könnten, aber nicht sind, weil sie sich eben nicht disziplinieren. Ja, also macht euch gefasst auf eventuell Streitung, Streitung, Streit, Streits.
Oder Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch hintenrum reden gehen. Wir haben hier sehr viel Schwertenergie. Schwerter sind nicht nur Gedanken, das ist auch hier, ja. Also macht euch darauf gefasst. Ich habe bei Instagram gestern was gepostet. Was war das? Ich glaube, Venus formt einen Aspekt zu Pluto und Mars oder nur Pluto. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es um Obsession, Streits auch, ja. Vielleicht also so richtig diepe und obsessive Energie, die so ein bisschen wahrscheinlich auch in beide Richtungen schlagen kann. Aber ja, Leute, Pluto, Uranus, es sind Kriegsplaneten, ja. Also passt hier auf, stellt euch selbst und euer Wohl an erste Stelle, okay? Und alles andere, cut this shit out. Ich will nichts hören. Ich lasse euer Reading hier. Ich hoffe, es hat euch irgendwie Klarheit gebracht und gefallen. Wie immer, Leute, liked, abonniert, teilt, kommentiert. In der Infobox findet ihr alles, falls ihr Interesse an einem privaten Reading habt, dem Conscious Club oder meinen Instagram-Accounts. Und ansonsten haltet die Ohren und die Augen auf. Es geht wieder los mit euren einzelnen Readings und euren Sternzeichen. Es ist wieder soweit. Okay, Freunde? Okay.